Ja Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Radiant Dawn. Wir sind nochmal im Basismenü, beziehungsweise immer noch im Basismenü. Ich habe in den Kommentaren einen guten Vorschlag bekommen, an den ich selber gar nicht gedacht habe. Ich habe ja noch die Fähigkeit Blüte, wo ich selber gesagt habe, halte ich relativ wenig von, weil die Charaktere so langsam leveln. Aber wir können sie ja Ike geben, denn Ike muss gar nicht so schnell leveln und Ike kriegt dadurch bessere Level-Ups. Das ist ja total klug. Vielen Dank für den Tipp, der kam von einigen. Der kam von vielen, kam nicht nur von einem User. Dann ist der Vorschlag gemacht worden, Blüte Elite. Ich weiß nicht, ob ich es im Ausrüstungspart erwähnt habe. Blüte Elite ist prinzipiell eine sensationelle Kombination. Die Levelaufstiege werden besser, die Fähigkeitspunkte bleiben dieselben. Allerdings haben wir das Problem, dass wir nie in einer Gruppe Elite und Blüte zusammen haben. Wir haben entweder wie hier nur Blüte oder wie bei den Rittern von Crimea nur Elite. Das heißt, wir haben in keiner Gruppe, sowohl bei Grail Söldnern, bei den Rittern oder auch beim Bund der Morgenröte, nicht Blüte und Elite in einem. Das ist schade. Das ist nämlich auch eine ziemlich mächtige Fähigkeitenkombination. Wahrscheinlich haben sich die Entwickler deswegen gedacht, dass wir das gut und gerne mal so machen, dass das nicht bei einer Gruppe zusammenkommt. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Sorin hat noch Platz. Wir geben Sorin einfach auch noch Schatten. Das war auch ein Vorschlag. Warum nicht? Wird er seltener angegriffen. Was ja für ein Magier nicht schlecht ist. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt speichere ich nochmal. Und überspeichere den letzten Spielstand. Und dann starten wir ins Kapitel. Hopp, das Herz von Crimea. Auf geht das. Geschmeiß Benions. Wir zeigen euch die Kraft der Raubtiere. Bergabschaum, ihr habt unsere Häuser abgebrannt. Dafür werdet ihr bezahlen müssen. Dreckige Halbmenschen. Dieser Krieg wird hier enden. Macht euch bereit. Eine Bergarmee nähert sich von dem Hügel zur Linken. Diese Fahne. Es ist die Armee von Crimea. Crimea hat sich also doch entschlossen, sich auf die Seite des Imperiums zu schlagen. Elincia, was tust du nur? Sei doch vernünftig. Huihihi. Endlich sind sie zur Vernunft gekommen und kommen, um mit uns zu kämpfen. Exzellent. Hoho. Wurde auch langsam Zeit. Aber wenn man nur die Intelligenz einer Fliege hat, dauern solche Dinge eben länger. Oh Mann. Ich bin Königin Elincia von Crimea. Ich habe eine Nachricht für die Generäle beider Armeen. Ich bin hier, um den Willen Crimeas und seines Volkes zu verkünden. Seit der Herrschaft meines Vaters, König Ramon, wurde Crimea nach den Idealen des Friedens und der Gerechtigkeit regiert. Deshalb kann und werde ich es nicht zulassen, dass in unserem Land Blut vergossen wird. Aus diesem Grund verlange ich von der Allianz der Lagus sowie der imperialen Armee, Crimea auf der Stelle zu verlassen. Unsere Truppen zurückziehen? Ihr närrisches Weibsbild! Wir lassen uns nicht von euch dahergelaufener Bäuerin herumkommandieren. Marionettenherrscher wie ihr solltet schön in ihren hübschen Schlössern bleiben und ihre Kleidchen anprobieren. Benions Geduld ist am Ende. Wenn wir die Halbmenschen niedergemetzelt haben, ziehen wir weiter nach Melior. General der Allianz der Lagus, wie ist eure Antwort? Ihr besitzt Mut, hier einfach so mitten auf dem Schlachtfeld aufzutauchen. Aber euch eure hehren Ansichten ändern... Was? Aber auch eure hehren Ansichten ändern nichts an den Fakten. Benion muss für seine Taten bezahlen. Ich habe verstanden. Ich habe beide Generäle gehört. Nun. Hört Crimeas Antwort. Wir werden unsere Ideale nicht verraten. Meine Landsleute stehen vereint hinter mir. Wir werden keine Gewalt anwenden. Doch sind wir gewillt zu tun, was nötig ist, dies hier und jetzt zu beenden. Was? Habt ihr den Verstand verloren? Hey.
Ha, 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 ha. Ike, ich dachte, du bist der verrückteste Beorg überhaupt, aber du hast starke Konkurrenz bekommen. Die Königin Krimeas ist mit allen Wassern gewaschen. Euer Majestät, ich mag eure Art. Skrimir, ich kann eine so schöne Frau nicht enttäuschen. Wir verschwinden von hier. Natürlich. Unser Clan wird die Klauen nicht gegen unbewaffnete Beorg erheben. Soldaten, zurück zum Wald. Hab Dank, König Tiban. Dieses Abkommen ist nur vorübergehend. Der Krieg zwischen der Allianz und Benyon ist noch nicht beendet. Ja, das verstehe ich. Doch ich wollte euch allen deutlich machen, wo Krimea steht. Hey, wir sollten uns irgendwann einmal treffen und miteinander plaudern. Wir werden uns bald wiedersehen. Flirtet da etwa jemand? General Zelgius, was sind eure Befehle? Sollen wir zum Angriff übergehen? Nein, wir ziehen uns zurück. Seid ihr sicher, General? Würdet ihr euch eure Waffe entledigen, während ihr von bewaffneten Soldaten umringt seid? Ich weiß nicht, Sir. Nein, vermutlich nicht. Königin Elincia hat etwas getan, zu dem man selbst mich drängen müsste. Dafür zollen wir ihr Respekt. Halt! Wartet! Wo wollt ihr hin? Greift gefälligst diese gefräßigen Biester an! Vergebt mir meine Verwegenheit, aber ich bleibe dabei, wir ziehen uns zurück. Jeder Kampf hat seinen Rhythmus. Sich dagegen zu wehren ist unklug. Bitte versteht das, Senator. Ihr selbstgerechter Dummkopf, ihr werdet etwas anderes verstehen, wenn dieser Kampf vorbei ist. Ich möchte noch nicht zurück. Haben wir nicht Zeit, ein wenig mit Elincia zu reden? Es ist eine Weile her, dass wir Königin Elincia begegnet sind. Wir sollten sie wenigstens begrüßen. Sicher, das ist eine gute Idee. Es bleibt vielleicht nicht viel Zeit, aber versuchen wir es. Soldaten, tötet die Königin von Krimea. Sie hat sich des Hochverrats am Benyon schuldig gemacht. Oh oh, das ist gar nicht gut. Die imperiale Armee bewegt sich. Sie stellen Königin Elincia nach. So viel zur imperialen Ehre. Krell Söldner, scheint, als hätten wir unsere alte Stellung wieder. Schützt Königin Elincia. Zäh, ich wusste es. Folgt mir, meine Ritter, wir müssen ihre Majestät beschützen. Tötet jeden, der euch im Weg ist. Zeigt ihnen, dass ich, der Senat dieses miese Land regiert. Jawohl, Senator Valtomei. Ich wäre glücklich, diese Hexen niederstrecken zu dürfen. Sergei, habe ich falschen Akzent verwendet. Tut mich leid. So, jetzt, pass auf. Gucken wir uns erstmal die Karte an. Karte. Heißt er auf Deutsch Karte. Auf Hessisch Karte. So, hier oben haben wir jede Menge Verbündete. Darunter auch Marcia und Khalil und die können zu ziemlichen Erfahrungsklauern werden. Und hier haben wir Elincia. Jetzt muss ich mal jetzt zeigen, wir gucken uns jetzt schon mal die Lage an. Ich glaube nämlich, wir müssen Elincia beschützen. Ike oder Ranulf stirbt, Elincia stirbt, genau. Und wir müssen alle Gegner besiegen, was ein paar Sinn in dem Kapitel, was aber gut ist, denn gibt Erfahrung und so. So, jetzt nochmal die Karte angeguckt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit einer Gruppe hier oben lang zu gehen, mit einer Gruppe hier unten durchzugehen, was wir machen werden. Wir könnten hier mit drei Leuten, mit drei starken Leuten, könnten wir hier locker durchmarschieren. Also, keine Ahnung. Nefine, Brom, Gatry, Ike, Mia, ja, eigentlich können wir wahrscheinlich jeden hier unten lang schicken. Levelmäßig sind sie bei Level 11, also nicht zu unterschätzen. Ja, also ganz so schwach wie in den letzten Kapiteln, da hatten wir teilweise Level 8 Gegner, Level 7 Gegner, sind die ganzen hier nicht. Er hat ja auch einen Würmtöter, das heißt, wir sollten mit Darahan hier oben lang fliegen. Was wohl auch sinnvoll ist, um relativ zügig zu Elincia zu kommen. Befehligen können wir hier, glaube ich, niemanden. Und auch
Rekrutieren können wir in diesem Kapitel keinen. Was ich jetzt allerdings noch machen muss, mal nachgucken, was wir für Gegenstände auf der Karte finden in Kapitel 10. Lediglich zwei Münzen. Eine befindet sich... Ja, wo denn überhaupt? Hier? Nein, hier. Da, Münze Nummer 1. Münze Nummer 2 befindet sich... Ich glaube hier... Müsste hier sein. Ja. Nur so für die Leute. Wir werden die Münzen wieder ignorieren. Weil wir sie nicht brauchen. Wir haben genug. Also, ich denke, wir haben genug. Ich bin mir relativ sicher, dass wir genug haben. Ja, hier stehen noch ein paar Heiler rum. Die aber alle, doch alle Pflegestäbe haben. Jawohl. Jawohl. Und ach, guck mal einer an. Hier haben wir die erste Fernmagie. Also richtige Fernmagie, die auch 10 Felder Reichweite hat. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wobei Lichtmagie jetzt nicht so... zumindest für keinen von uns so gefährlich ist. Wie Donnermagie zum Beispiel für Darahan. Also nichts Effektives. Kein effektiver Schaden. Boss Sergei hat Silberbogen. Den wir auch bekommen von ihm. Er hat einen guten Biorhythmus im Moment. Und ist Level 17. Schade, dass wir den Rittertod bei, nanu, hier wollte ich ihn, bei Mars hier haben und nicht hier unten bei irgendjemandem dabei haben. Hat doch keiner einen Rittertod, oder? Wer könnte ihn haben? Nee, nein, Rittertod haben wir nicht. Nö, den haben wir nicht. Okay, wir stellen unsere Truppe zusammen, die sich eigentlich mehr oder weniger von selber aufstellt. 14 Leute können wir mitnehmen, 14 Leute wollen wir aber nicht mitnehmen. Ich überlege, ob wir Heather mitnehmen, um vielleicht mal zwischendurch stehlen zu können. Hab ich eigentlich... Ne, hab ich nicht. Hab ich vergessen. Ich wollte Getchi Reizen geben, das können wir aber noch machen, weil er die Level eher braucht als Brom. Ach, wobei Getchi seine Level auch so kriegt. Können wir Reizen ruhig bei Brom lassen. Wir kümmern uns ja jetzt erstmal primär um Getchi und Rolf. Zumindest habe ich das vor. Ich hoffe, ich halte es auch ein. Dann könnte es sein, dass wir vielleicht auch schon wieder ein paar Klassenwechsel sehen in dem Kapitel, wenn ich mir das hier so angucke. So, wir nehmen nur 12 Einheiten mit. Wobei wir Heather eigentlich auch durchaus mitnehmen können. Ob sie nun zum Einsatz kommt oder nicht, werden wir sehen. Aber dabei haben können wir sie ja ruhig mal. Positionen. Stellt sich die Frage, wie machen wir das? Darahan, du gehst mal hier. Mit Darahan probiere ich relativ zügig hier hoch zu Elincia zu kommen, um sie zu schützen. Weil die gute Elincia hat ja auch ihr Messerchen weggelegt. Was ziemlich unschön ist. Und die ersten Reiter sind hier schon ganz heiß drauf, ihr eins überzubraten. Deswegen müssen wir da schnellstmöglich irgendwie Schutz bringen für Elincia. Hier unten gehe ich mit... mit wie vielen Leuten gehe ich hier unten lang? Ich habe keine Ahnung. Und wenn ja, mit welchen Leuten gehe ich hier unten lang? Ich denke, wir nehmen hier unten Getchi mit. Wir nehmen hier unten Oscar mit. Pass auf, Oscar. Getchi. Und? Ah, ich muss mal auf die Supports gucken. Boah, die hätte ich ja fast schon wieder völlig vergessen. Darahan und Rolf ist natürlich ungünstig, wenn wir Rolf unten lang schicken, Darahan mit oben mitgeben. Aber das ist jetzt taktisch am sinnvollsten, das so zu machen. Also, Getchi, Oscar... Getchi, Oscar, Ike geht hier mit.
Rolf. Rice hier unten als Heiler. Nefine. Ja, Nefine Heather schicken wir, glaube ich, hier mit. Dann haben wir da oben Darahan, Ike. Ich überlege auch gerade, wo Razon am besten aufgehoben wäre. Brom muss erstmal noch nach hier oben. Am besten hier hin. Mia geht auch mit nach da oben. Okay, wir lassen es mal so stehen. Wir müssen nichts mehr machen. Die Lage haben wir uns angeguckt. Speichern das Ganze aber noch hier ab. Und dann geht's los. Ja, es geht los. So, Bass auf. Es wäre ein Traum, Rolf, wenn du den umnocken würdest. Dann könnten wir hier nämlich schon direkt zustellen. Ah! Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu probieren, nee. Einen Crit brauchen wir. Also probieren wir den Meisterbogen. Danke, Rolf. So muss ein Kapitel starten. Perfekt. Perfekt. Dann können wir nämlich jetzt... Oh, ich befürchte, aber wir kommen... Wir kommen... Oh, jetzt bin ich vor das Mikro gestoßen. Verzeihung, wir kommen mit Ike nicht dahin. Doch kommen wir, wenn wir ihn stoßen. Können wir nicht mit Ranulf. Na, danke auch. Wohin kommen wir denn mit Ike? Nicht weit genug. Wir müssten mit Ike hier hinkommen. Das ist natürlich nicht schön. Oscar. Na, hoffentlich habe ich mit den Waffen nicht doch ein bisschen knapp kalkuliert hier. Hat er gedoppelt? Der olle Hund? Nicht schlecht. Was hast du denn für eine Angriffsgeschwindigkeit? Bleib mal hier stehen. Ach nee, er hat gar nicht gedoppelt. Das war Talion. Ich denke jedes Mal, wenn Talion eingesetzt wird, dass gedoppelt wird. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn der Oscar gedoppelt hätte. So, lieber Gatry, du gehst hier hin. Probieren wir das mal. Nee, dann hat er eine... Hat eine Fernwaffe ausgerüstet. Das muss echt nicht sein. Was haben wir denn hier? Schwertkämpfer hauptsächlich. Ach. Dann nehmen wir doch mal die Lanze und rüsten die aus. So, und warten mit dir hier. Jetzt muss Ike... Warum kannst du den Ike nicht stoßen? Der kann doch gar nicht so fett sein. Doch gar nicht. Kann denn von euch irgendwer... Wir eilen jetzt erstmal Elinchia zu Hilfe. Mit Darahan. Das machen wir auf jeden Fall. Dann müsste jemand von hier unten den guten Ike stoßen. Wir wollten auch noch Rice mit hier lang nehmen. So, dann haben wir... Was kann der denn für einen Stab? Ach so, Schmieden hat er dabei, ne? Ja. Warten hier. So, wo nehmen wir denn jetzt Razon mal mit? Ich glaube, das wäre unten ganz sinnvoll. Ich glaube, wir nehmen unten eh den Großteil mit. Brom, du gehst auf jeden Fall nach oben mit.
Genau wie Nefine das tut. Allerdings... Boah, die können Ike alle nicht stoßen. Was hat denn der um Gottes Willen? 13. Wahrscheinlich hätte genau das nur Brom geschafft. Ha, und ich habe ihn hergezogen. Ach, das ist doch scheiße. Ja, Brom hätte es geschafft. Weil Konstitution 2 unter dem Gewicht liegt. Ich glaube, so muss es ja sein, wenn wir stoßen wollen. Dann machen wir das jetzt vorerst folgendermaßen. Ike, du gehst nach hier. Wartest. Dann stellen wir hier mit Nefine einfach zu. Nimm mal die Eisengroßlanze bitte. Jetzt kommt ja von euch Hampelmännern hier niemand durch. So, die gute Mia holen wir hinten raus. Soren geht auch mit nach oben. Der hat auch Support mit Mia. Die können wir mal kurz quatschen lassen. Ah, Mia und ihre Duelle. Ach. Nee, manchmal bin ich auch echt ein Held. Moment. Reichweite checken. Okay, Razor ist außer Gefahr. Doch. Galdra, bitte. Jawohl. Mal nach hier unten. Dann gehst du nach hier. Und stößt Ike dann doch dahin, wo er hin soll. Das ist gut. Heather, dich ziehen wir auch mal nach. Und Ranulf auch. Und dann hätten wir unseren ersten Zug gemacht. Mal gucken, was der Gegner so treibt. Wie zu erwarten war, greift der Lynch hier an. Jetzt geht mein Telefon wieder. Ich kann aber gerade nicht rangehen, deswegen drücke ich es mal auf den Anrufbeantworter. So. Das habe ich gerade nicht hingeguckt, aber viel ist nicht passiert. Elincha hat eine Attacke abbekommen. Ja, jetzt ruft derjenige auf dem Handy an. Ich habe aber jetzt keine Lust dran zu gehen. Wenn's wichtig ist, rufen Leute auch nochmal an. Ne? So ist es. Das klappt alles ganz gut soweit. Gatry doppelt sich hier echt ein zurecht. Voll gut. Voll gut. Die reiten jetzt alle zu ihren Heilern und kommen dann wieder. Die Schweine! Gut, Oskar lässt ein bisschen was übrig. Ist auch schön. Und sie gehen alle auf Gatry, was ich gut finde. Wahrscheinlich, vermutlich, weil er der Levelschwächste ist. Was aber auch irgendwie keinen Sinn macht, weil er würde bei Ike wahrscheinlich wesentlich mehr Schaden machen. Soll mir recht sein. Sollen sie alle auf Gatry stürzen, so kriegt er seine Level. Viel passieren wird ihm sowieso nicht. Und gleich kommen auch noch die NPC-Züge und dann geht's da oben aber richtig zur Sache. Er haut mal Säuberung raus. Soll er ruhig tun. Wir haben hier, er kriegt nur 9 Schaden und wir haben einen Heiler in der Hinterhand. Da kann er ruhig die Säuberung an Gatry verdonnern. Sehr, sehr schön. Oh, jetzt ist natürlich die Frage, was haben denn die Leute für Waffen noch ausgerüstet, die Ritter? Elincha, wo willst du hin? Okay. Ja, wir könnten jetzt hier auch zwischen diesen beiden Baumreihen, oberhalb von Darahan und unterhalb von Darahan, mit 3 oder 4 Leuten zustellen. Und
einfach abwarten, wobei mir das ein bisschen passiv ist. Ich würde hier eigentlich schon gerne mitten reinstürmen. Ich weiß, dass wir das mit Darahan machen können, dass wir das mit Braum machen können. Allerdings haben wir dann das Problem, wohin mit Soren? Wobei, wir haben ihm ja Schatten gegeben. Das hilft wahrscheinlich. Sollten natürlich schon alle ein bisschen zusammenbleiben. Mal gucken, vielleicht können wir ja so einen Rücken-an-Rücken-Kreis bilden mit 4 Einheiten. Und Soren in der Mitte oder so. Das könnte funktionieren. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ja, und wie gesagt, ihr seht schon, die NPCs sind relative Erfahrungsdiebe. General Zegius, Senator Valtomir will das Leben der Königin von Crimea. Dieser nutzlose Parasit. Eine unbewaffnete Frau anzugreifen, das ist sogar unter seiner Würde. Die Armee von Crimea und ein Teil der Allianz der Lagus haben sich dem Kampfgeschehen angeschlossen, um die Königin zu retten. Sie kämpfen gegen Senator Valtomir. Sollen wir dem Senator beistehen? Was sollen wir tun? Bereitet den Rückzug vor. Wir werden nicht kämpfen. Aber General, das hieße, wir lassen die Truppen von Herzog Kulbert im Stich. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Erteilt klare Befehle an alle eure Männer. Ich lasse es nicht zu, dass noch mehr Einheiten diesem Kampf beitreten. Oh oh. So. Einmal ein Save. Zack, zack. Sieht ja gut aus. So, Frage, die sich stellt. Wir könnten so einen, den erwähnten Viererkreis bilden. Müssen aber zunächst mal schauen. Ne, müssen wir gar nicht. Wir müssen überhaupt nichts schauen. Nifene. Halt, wie weit kommt denn Soren? Der kommt doch gar nicht bis dahin. Noch nicht. Pass mal auf. Wo ist denn jetzt? Habe ich Nifene aus den Augen verloren? Nifene, einmal. Zweimal 16 haut sie raus. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier zu offensiv rangehen. Danke, Nefene. Weil wir auch noch die NPCs haben, die Gegner aus sich ziehen. Das sollte eigentlich nicht so ein Problem werden. Dann stellen wir doch Brom. Du könntest doch auch mal gucken, ob du den schaffst. Schaffst du, machst du auch. Ah, und Brom hat ja auch noch Furcht. Was ziemlich gut ist. Oh, Level Up. Dürfte dann 18, 19 sein? Ich weiß gar nicht. 19. 18. Mhm. Da geht so, ne?